Jo Leute und somit herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal Hendrik Schuster. Und heute öffnen wir endlich das neue Starter Pack der Top Smash Tags Extra Serie zu den europäischen Clubwettbewerben der Männer. Und nun auch neu dabei die Frauen Champions League. Finde ich eine sehr, sehr coole Kategorie, die dabei ist. Und wir haben neue Club 100 Karten und neue Limelight Karten, quasi Base Karten zu den Frauen dabei. Finde ich sehr, sehr cool, wie ich finde. Und auf jeden Fall eine Sache, die sich jetzt auch mit etablieren wird und wo Tops auf jeden Fall einen Schritt in die richtige Richtung macht. Dieses Starter-Pack ist wie gesagt neu zu der Serie jetzt draußen. Und vorne drauf sehen wir insgesamt 5 Spieler und eine Spielerin. Die Spielerin ist Aitana Bonmati und sonst sehen wir McAllister, Jude Bellingham, Moussa Diaby, Randall Kolo Muani und Harry Kane. Dann wie gesagt die Logos. Dann sehen wir hier schon 2 Limited Editions Karten, die man hier nur bekommt mit Saka und Rodri als Big Game Baller. Dann eine quasi normale Extreme Limited Edition. Und wenn ich das Ganze mal durchs Bild ziehe, sehen wir auch hier auf jeden Fall, was hier dabei ist. Die Sammelmappe plus Checklist. 2 Päckchen mit je 12 Karten und ein Päckchen mit je 6 Karten, inklusive einer neuen Extreme Limited Edition Card. Jetzt mit Superstars der Frauen Champions League. Und sonst sehen wir auf jeden Fall schon einige Karten hier abgebildet. Dann sehen wir quasi, was neu in der Serie ist. Es gibt wieder Hero Packs, das heißt ein Päckchen pro Box, wo nur 12 Special Karten und wirklich die seltenen Special Karten drin sind. Dann gibt es auch wieder sowas wie die Zen, diesmal ist es die Ultimate Dream Debut Card. Damals war es ja Haaland in der normalen Serie, jetzt ist es Kane, genau wieder. 500 Päckchen muss man kaufen oder in jedem 500 Päckchen ist im Schnitt die Karte drin. Das ganze Starter-Pack kostet in Deutschland und Österreich 8,99 € und in der Schweiz 10 Schweizer Franken 90. Und dann sehen wir auf jeden Fall schon die unter anderem Energy-Karten und was ich richtig cool finde, Legenden-Club 100-Karten und Legenden-Shield-Karten, besonders diesen neuen. Legenden-Club 100 gab es auch schon im letzten Jahr, aber nun wollen wir mal direkt in die quasi Sache hier reingucken. Das Ganze ist dieses Mal auch aus Papier. Das heißt, es hat wohl geklappt, dass Tops und Panini quasi auf alles mit Papier oder Pappe umstellen können und nichts mehr haben, wo exklusiv nur Plastik eingesetzt wird. Das war ja bei den Standard Packs sonst immer so. Und jetzt liegt hier quasi eine Karte einfach bei. Das finde ich ein bisschen komisch, aber okay. Auf jeden Fall haben wir hier eine Karte bei liegen und das ist Diego Alonso als Managerkarte für Sevilla. Die sind nämlich auch neu dabei. Komisch, dass hier einfach so bei liegt. Dann haben wir dieses Promo-Päckchen mit Limited Edition. Und das sind quasi die 2 Päckchen mit dem Rodri und dem Saka drinne. Dann wollen wir aber erstmal alles andere uns angucken. Ist eine ganz normale Sammelmappe wieder mit Steckfeldern von oben und quasi wo die ganz normale Anzahl der Karten reinpasst. Dann haben wir hier die Spielanleitung oder das Game Guide, wie es auf Englisch heißt. Und hier die Frontseite, wie auch schon vorhin gesehen. Also hier, dass die Spieler und Spielerinnen, die auf dem Frontcover sind. Und dann wollen wir mal direkt auf die Checklist gucken. Haben natürlich was für die Extra-Serie. Normal ist erstmal die Squad-Update-Karten. Da gehe ich mal ganz kurz hier durch. Könnt ihr gerne pausieren, wenn ihr es sehen wollt. Dort gibt es insgesamt 45 Stück. Dann haben wir die Manager. Die kriegen wir so in einen Bildausschnitt rein. Die sind auf jeden Fall auch wieder dabei. Letztes Jahr auch schon dabei gewesen. Dann haben wir Awakened, also Auswärts-Trikotkarten mit richtig vielen schönen Mannschaften da neu dabei. Pitch-Side, wo man das Spielfeld und ein echtes Bild vom Spieler im Hintergrund sieht. Finde ich auf jeden Fall auch eine coole Kategorie. Dann Tunnelview, wo die Spieler quasi im Spielertunnel abgelichtet wurden und quasi im Hintergrund der Spielertunnel zu sehen ist, finde ich auf jeden Fall auch eine coole Sache. Da haben wir Assist Master, sozusagen die besten Spieler mit den besten Vorlagen in der Champions League und insgesamt in den Wettbewerben. Dann haben wir die Limelight-Karten, wie gesagt, gerade schon angesprochen. Wir haben Chelsea, Barcelona, Bayern, Lyon, Paris und Real, welche bekommen quasi die besten Frauenmannschaften. Und auf jeden Fall schön, da Spielerinnen unter anderem wie Eriksson, Stanway, Magul, Harder oder Schüler von den Bayern zu sehen. Dann haben wir Collector Cards, das sind quasi die Logos der Finals, die jetzt stattfinden werden. Dann die ersten Special Karten mit den Mega Boost Karten, dort gibt es 5 Stück. Dann haben wir die Match Ball Cards, also die Ballkarten von den Wettbewerben und auch 5 Hattrick Hero Cards, das sind auch schon Special Cards. Und dann haben wir auf der zweiten Seite die Global Gamer. Dort gibt es insgesamt 18 Stück zu ziehen. Und auf jeden Fall das quasi Spieler im Hintergrund mit der Flagge des Herkunftslands. Dann haben wir Breakthrough Baller, auch das sind 18 Stück. Crowd Connection, das sind 18 Stück. Und dann die ganz seltenen Karten mit den neuen, neuen Black Edge Karten. Dort seht ihr es unten Aguero, Rooney und Shevchenko als Legende. Dann gibt es 9 neue Chrome X Pro Elite Karten. Da seht ihr es auch, Legenden sind dabei wie R9 und Ronaldinho und Alan Shearer. Also dort auch 3 dabei. Dann 9 neue Energy-Karten, auch dort richtig coole Spieler dabei, wie Kane oder ein Martinelli. Und dann haben wir die Kings of Group, die eine pro Pack garantiert sind. Da gibt es 32 Stück für alle Teams, die quasi in der Serie drin sind, eine. Dann haben wir 18 Man of the Match Heritage-Cards. Und hier finde ich auf jeden Fall auch wieder schön, dass es die gibt, aber die sind immer relativ schwer voll zu bekommen. Und dann hier die Club 100, die es gibt. Insgesamt haben wir 16 Club 100 Karten, 6 von den Männern, die aktiv spielen. Dort ist die 101 Hurricane,
dann 6 Legenden, dort ist die 101 R9 und 4 von den Frauen mit Renard, Potelage, Kerr und Bomarty als 101 und dann hier ganz selten die Dream Debut Card von Harry Kane, die beiden limitierten Karten, die man nur hier bekommt und die weiteren 16, die man in allen Produkten bekommen kann, also Multipacks, Blisterpacks und Displaypacks. Dann haben wir The Under Lights Limited Editions aus den Minitins, hier die Fire und Ice Limitierten aus der Big Tin oder besser gesagt aus den Big Tins und dann hier die exklusiven Blue Wave Limited Edition Cards, die habe ich auch mir gegönnt im Topps Online Shop, aber auf jeden Fall ist das Ganze relativ kostspielig, um alle zu bekommen, muss man über 200 Euro ausgeben und dann hier Redaktionsschluss war Anfang November, also alle Transfers aus dem Sommer sind quasi drin, aber kein einziger aus dem Winter, das ist auch ganz wichtig zu sagen und wenn man einmal auf die Rückseite guckt, seht ihr hier Transfer Update Edition Mega Multipack kommt quasi mit den Transfers aus dem Januar, also aus dem Fenster jetzt vom Winter nochmal raus und zwar Anfang März, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Dann wollen wir mal, bevor wir die Booster angucken, nochmal das Sammlermagazin und die Spielleitung angucken. Und dafür können wir auch noch ein ganz kleines Stück ranzoomen. Und dort haben wir auf jeden Fall hier schon ein paar Base-Karten abgebildet, wie den Manager, Away Kids, die Squad-Updates. Also muss ich auf jeden Fall sagen, eine schöne Sache. Dann hier weitere Base-Karten mit den Postern, dem Ball, Tunnel-View, wie gesagt, mit dem Spielertunnel, die Frauenkarten und dann die regulären Power-Card, wo zwei pro Booster garantiert sind, mit den Global Gamern, Hattrick Heroes, Breaks the Baller, Mega-Boosts oder Crowd-Connection-Karten. Dann haben wir Crystal und Emerald Pirates, die gibt es auch wieder. Bin ich kein großer Fan von, aber Topps benutzt sie halt, um die Booster quasi aufzufüllen, dass quasi mehr Karten im Umlauf sind und man nicht nur die ganze Heldin zieht. Dann haben wir die Holographic Foil Cards. Dort ist eine pro Pack garantiert mit den Kings of Europe. Dann die Heritage Cards und hier ist eine in jedem vierten Päckchen garantiert, also schon ein bisschen seltener. Und dann hier die Seiten mit den ganz seltenen Karten, mit den Global 100. Dort ist eine in jedem 8. Päckchen, wie bei der normalen Serie schon. Wie bei der normalen Serie auch in jedem 16. Päckchen eine der 9 Black Edge Karten. Und dann haben wir hier die 9 Chrome Elite Karten. Dort gab es in der normalen Serie ja von den Shield Karten 18 Stück. Hier hat man jetzt 9 gemacht bei der Serie. Und auch die kann man wieder in Peril Version, wie ihr seht, schon ziehen. Und zwar einmal als Refractor zu 99, dann in Gold zu 50, in Orange zu 25, in Rot, wie wir hier Hadern sehen, zu 5 oder den in Super Fractor Gold, den R9 hier zu 1, also einmal auf der Welt. Dann haben wir die limitierten Karten einmal hier abgebildet, die Extreme Limited Editions, finde ich auf jeden Fall ein cooles Design. Und dann hier die Tin Limited Editions aus der Mini Tin und aus der Big Tin. Und dann Energy Cards, auch die kann man wieder zu 50, zu 25, zu 5 und zu 1 als nummerierte Parallel-Version ziehen. Aber erstmal eine normale zu ziehen, wird auch nicht einfach. Dort ist eine pro 36 Päckchen, also pro Box garantiert. Dann haben wir 10 verschiedene normale Autogrammkarten, die man in den Päckchen ziehen kann. Mit unter anderem von Leverkusen, Grimaldo, Logic und Boniface. Aber auch ein Harry Kane von den Bayern aus deutscher Sicht. Und dann gibt es noch 5 Combo-Autogrammkarten mit Fatih und Ferguson. Ramsey und Diaby, die sehen wir hier. Dann Navas und Suso, Legende und quasi aktiver Spieler mit Klose und Kane, die sehen wir hier. Die ist natürlich was ganz Besonderes. Und Villa und Felix für Barcelona. Und die kann man quasi in allen Produkten wie normalen Autogrammkarten ziehen, aber natürlich sehr, sehr selten. Und die gibt es quasi auch nur nummeriert zu 25, zu 10 und zu 1. Also die Karten nicht sehr oft im Umlauf. Dann haben wir was zu den Karten, die Memorabilien und Relic Cards sind. Und in Booster Tins und Mega Tins finden wir quasi diese Dream Debut Cards. Dort gibt es insgesamt 16 verschiedene. Und dann haben wir noch in jeder 28 Mega Tin, die sind ja wirklich nur in der Mega Tin drin, 6 verschiedene quasi Relic Trico Karten mit Grealish, Haaland, Jota, Gakpo, Balde oder Theo Hernandez. Dort hatten wir ja das Glück, dass wir so eine Coin-Karte von Maldini in der normalen Serie schon gefunden haben. Vielleicht haben wir das Glück und finden in den beiden Mini- und Megatins ja noch eine der Karten. Aber ich denke mal, das Ganze sollte man nicht erwarten. Dann wie gesagt, Hero Packs gibt es in jedem Päckchen. Ist dann quasi 2 Global 100 Karten drin. Eine Black Edge, eine Energy, eine Shield-Karte, Kings of Europe, Perils, 2 limitierte Karten, also viel dabei. Dann hier nochmal Werbung für dieses Update-Set, wo quasi 49 Karten drin sein werden. Und dann hier die Hurricane-Karte, die da quasi auf der Suche sein wird. Dann hier die exklusiven Blue Limited Edition Cards. Wie gesagt, die konnte man nur im Top-Shop kaufen, sind auch alle noch verfügbar. Aber wie gesagt, wenn man alle zusammen kauft, 208 Euro, glaube ich, ungefähr. Und dann hier die 5 Gold Rush-Karten. Ich glaube, es ist in der normalen Serie ja schon welche. Und die gibt es auch wieder bei Tops zum Sammeln. Also ein bisschen unnötig, wie ich finde, aber auf jeden Fall eine coole Sache. Dort gibt es Fernandes, Nunez, Simmons, Dembélé und Leao. Und dann alle Produkte mit den Boostern, Minitins, Megatins, Mega-Multipacks und Blisterpacks. Und wie gesagt, dieses Update-Multipack, was dann bald auch rauskommen wird. Dann haben wir hier nochmal die Checklist und auf der Rückseite nochmal Werbung für dieses Transfer-Update-Multipack. Und dann wollen wir uns auch quasi direkt mal unsere ersten Päckchen und Karten zu der neuen Serie auf meinem Kanal angucken. Wie gesagt, den Trainer hatten wir jetzt schon hier gesehen mit Alonso.
Und dann machen wir quasi mal die weißen Päckchen auf, die extra mit den Limited Editions von Sakaar und Rotary drin sind. Erstmal haben wir hier so eine exklusive Coin Card, die ist ja quasi jetzt auch mittlerweile in jedem Starter Pack drin. Könnt ihr gerne haben, um das Team zu bauen, benutze ich nicht den Code. Und dann haben wir ihn hier, den Bukayo Saka als Big Game Baller Limited Edition mit einem 92er Angriffswert für Arsenal LE1. Dann haben wir sogar noch Special Karten hier drin, das ist cool, mit Hattrick Kiro Mohamed Salah, Global Gamer von Jibril Sow. Und dann wollen wir mal aus die Base-Karten angucken, haben Dementia mit dem Umziehraum oder mit der Umkleidekabine mit der Grund, und zwar Jürgen Klopp für Liverpool, dann Awakened von Barnes, Limelight für die Frauen Caicedo, dann Diani, Magul, die jetzt zu den Mailand-Frauen gewechselt ist, dann haben wir Pitchside Silva, Assist Master von Rafinha und sogar noch zwei Special-Karten hier quasi in den Päckchen drin. Und zwar haben wir hier Gavi als Kings of Europe, wie gesagt, die ist in jedem Päckchen garantiert, für so eine schöne Karte auf jeden Fall was ganz Besonderes. Und dann haben wir die Crystal-Karte von Tunnelview, Lukas Ocampos für Sevilla hier noch drin. Und dann machen wir direkt mit dem zweiten Päckchen weiter. Hier kriegen wir tatsächlich auch noch eine Coins-Reward-Karte, das hätte ich nicht gedacht, aber okay. Auf jeden Fall gucken wir uns die auch an. Wie gesagt, den Code könnt ihr auch gerne einlösen und haben. Und dann haben wir die zweite Limited Edition, die garantiert im Starter-Pack ist. Oh, jetzt fällt mir schon eine Karte hier runter. Wollen wir aber mal nicht spoilern. Wir haben Rodri als World-Class-Winner und das ist der Spieler mit dem 96er Defense-Wert für Manchester City aus dem Mittelfeld der Spanier. Dann haben wir Global Gamer Davis, Crowd Connection von Goncalves und die Base-Karten von Pereira. Dann Pioli als Trainer, Mire, James und umgedreht haben wir dann Kubo, Alvarez, Di Zerbi und nochmal zwei Special-Cards mit Brandt als Kings of Europe. Dort gibt es ja 32 verschiedene. Und dann hier, oh, noch eine Heritage-Card, die ist in jedem vierten Päckchen. Da bin ich auf jeden Fall froh, dass wir ihn erzielen konnten. Mit Jesus Navas für Sevilla, die Mannschaft aus Spanien, die Rekord-Europa-League-Sieger. Und dann machen wir noch das normale Päckchen auf. Hier kriegen wir quasi dann unsere normale Limited Edition Card oder besser gesagt die Extreme Limited Edition. Und das ist in dem Fall Paulo Dybala für die Mannschaft aus Rom, die Europa-League-Teilnehmer. Und die, wie ich finde, sieht auch sehr schön aus. Also das sind die limitierten Karten, die man hier in der Serie nochmal ziehen kann. Auch von der Mattheit und insgesamt von dem Strahl richtig schöne Karten, wie ich doch finde. Dann haben wir Amrabat als Base, Bosch als Trainer und tatsächlich noch eine quasi Emerald Parallel mit Crowd Connection von Martinez und Global Gamer von dem guten alten Alfonso Davis, leider schon vorhin gesehen. Also ein bisschen schade, dass wir ein paar Doppelte haben, aber auf jeden Fall das unsere Ausbeute aus dem Starter Pack. Das war das Starter Pack der neuen Match-Text-Karten zur Europa League, Champions League und Conference League und neu zur Frauen Champions League. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen oben da, schreibt mal rein, was ihr davon haltet. Als nächstes seht ihr das Display-Unboxing und wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen oben geben, Playlist auschecken, genau wie hier, kostenlos abonnieren und hier noch ein empfohlenes Video auschecken. Bis zum nächsten Mal und Tschüssikowski!